2019 eröffnen. Aber ich sage Ihnen ganz ehrlich zu Beginn, mir fällt das heute nicht leicht, dieses Altstadtfest zu eröffnen, weil im Augenblick doch nach den grausamen und einen wirklich wütend machenden Taten bezüglich der Tötung, Ermordung unseres Regierungspräsidenten Dr. Walter Lübcke eine schwere Stimmung und nachdenkliche Gefühle einen jeden von uns, denke ich, befallen, auch über unserer Region liegen und nicht nur über unsere Region, sondern auch über unserem Land. Und wir, die Taten sind ja noch nicht mal ausermittelt. Es ist ein dringender Tatverdächtiger, Gott sei Dank, festgenommen worden. Aber man weiß noch nicht, was noch alles hierzu geführt hat, welche Hintergründe hier vorliegen. Und wir kriegen gleichwohl in einer doch so durch diese deutsche Wiedervereinigung seit 30 Jahren, wie ich das eben angesprochen habe, prosperierenden Region, einer Stadtgesellschaft, die so unglaublich von diesem Ereignis 1989 profitiert hat, in wirtschaftlicher Sicht, aber auch in der persönlichen Sicht, in der Freiheit, in dem Lebensgefühl, was wir alle miteinander haben, und auch unser Selbstbewusstsein, liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, ist in den letzten Jahren ja deutlich auch mit dieser wirtschaftlichen Entwicklung gewachsen. Wir sind Weltkulturerbe geworden. Man hat positiv von unserer Stadt, von unserer Region deutschlandweit gesprochen. Das Wunder von Kassel hat man genannt in dieser Entwicklung, Konversion hin zu einer auch Beschäftigungsquote von einem der Armenhäuser Westdeutschlands mit einer extrem hohen Arbeitslosenquote, mehr als halbiert. Und auch diesem Lebensgefühl zusammen, auch mit dieser kulturellen Weiterentwicklung in unserer Stadt. Und das betrübt mich schon, dass wir mittlerweile, liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, wenn man allein die Medien nur in den letzten Tagen, auch die überregionalen vor allen Dingen, ob das im Fernsehen, im Radio, aber auch die Printmedien ist, liest, hat man den Eindruck, meine Damen und Herren, wir sind der braune Schandfleck der Republik und Kassel ist vom Nationalsozialismus und Neonationalsozialismus geprägt. Und hier gilt es, ein deutliches Zeichen zu setzen, meine Damen und Herren. Ich bin auch persönlich, genauso wie viele von Ihnen, tief bewegt über das, was der Familie von Dr. Walter Lübcke angetan wurde, was hier passiert ist. Aber habe auch überlegt, was wäre jetzige menschenverachtende Ideologie keine Chance hat. Wir sind ein weltoffenes, ein friedliches, ein auf der Basis des Grundgesetzes der Bundesrepublik Deutschland basierendes Stadt Kassel. Wir wollen zusammenstehen und hiergegen kämpfen, meine Damen und Herren.